beten für Mathe. Das kannst du jetzt. Wir beten für die ganzen Jahre gebeten. Okay, dann beten wir jetzt. Name jetzt nochmal. Alisa und? Justina. Alisa und Justina. Und ich auch noch nicht mich für Justin. Justina. Dustin, Alice und Justina. Okay. Alisa. Justin. Alisa und Justina, genau. Himmlischer Vater, wir kommen jetzt in Jesu Namen zu dir, Herr. Und wir bitten dich jetzt für Alisa und Justina und Dustin, dass du einfach sie berührst mit deiner Kraft jetzt, dass du kommst und dass du ihnen jetzt die Augen, ihre Herzen öffnest und dass sie wirklich die Weisheit haben von dir, die Erkenntnis, wenn sie jetzt ihre Mathearbeit schreiben oder egal in welcher Arbeit sie sind und wo sie Schwierigkeiten haben, dass jede Schwierigkeit von ihnen verschwindet in Jesu Namen. Jawohl! Dass sie ganz klar und klar die Dinge schnell erkennen und schnell auch die Aufgaben lösen können, dass sie sofort die Lösungen haben und dass es für sie ganz einfach und leicht wird, diese Aufgaben zu lösen. Und dass sie ihre Arbeiten gut schreiben und dass sie gut sind, ohne große Eine 1,0! Ja! In Jesu Namen. Ich setze diese Kraft der Weisheit frei. Ja! Ja! Jesu Namen. Ja! Jawohl! Ich spreche jetzt Leichtigkeit hinein, bei der Schule, im Lernen, in Hausaufgaben machen, in Tests schreiben, in Arbeiten schreiben, totale Leichtigkeit. Ich spreche das jetzt hinein und es geschieht in Jesu Namen. Amen! Amen! Und ich spreche auch noch was hinein, dass ich ganz gute Noten schreibe und ganz viele Einsen oder vielleicht auch mal eine 2. Ja! Ich muss nichts sagen. Ich bin glücklich. Ja, tschüss. Und ich spreche hinein, dass die Noten bei den Lehrern, die ich schreibe, dass die Lehrer alle lieb zu mir sind. Ja, ja. Amen. 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 Ich werde Kraft haben. Oh! Das ist cool, du bist hier. Wieso zuckst du jetzt auf einmal so? Was ist deine Funktion? Warum zuckst du jetzt auf einmal so? In Gottes Namen hat sie gezuckt. Oder? Ja. Von Gott. Er predigt auch. Die lachen halt. Er ist Prediger. Genau. Sämtliche Segnungen der Himmelswelt sind in mir drin. Und manchmal zeigt es halt komisch nach außen hin. Aber manchmal, aber es muss auch nicht sein. Pass auf, ich zeig's dir nochmal. Pass auf. Manchmal zuckt er ganz stark dann durch die Kraft Gottes. Warum hat er jetzt nicht gezuckt? Vielleicht war er ein bisschen aufgeregt. Ein bisschen aufgeregt, weil er dich zieht. Was sind wir alle Busen? Bin ich jetzt? Ja, natürlich bist du hübsch. Du auch. Oh ja, das heißt, bei ihr! Wir rennen ein bisschen weg von der Kraftwende. Wisch! Gehört eigentlich auch dazu? Bernd, Hammer, wenn man sich aufgeht, ne? Der hält sich immer so dezent im Hintergrund. Ja, Bernd, der ist ja auch ganz neu dabei. Du musst näher hin, man versteht gar nichts mehr. Doch. Der hat auch das ganz neu erlebt, so, ne? Und dann muss das noch ein bisschen beobachten, weil das einfach für den Verstand nicht registrieren kann. Aber es übernimmt ihn immer mehr. Die Musik fehlt. Seid ihr von der Sekte? Oder ja, von der Jesus-Sekte. Nein, von der Liebes-Sekte. Nein, Quatsch. Das sind keine Quatsch. Von der katholischen Kirche? Nein, wir sind zu fragen, oder? Echt noch was? Du möchtest ja echt wieder zu fragen. Die Kirche nennt gut. Das ist eine reine allgemeine Zeit. Weißt du, was ein Gesäck ist? Alles, was Wie heißt sie denn? Sabine. Sabine, hallo?
Warum hüpft ihr so? Auch die Kraft. Wir können einmal alle zu dritt, alle zusammen hüpfen. Einmal. Einmal in den Namen. Oh ja. Dann nehmen wir euch mal eine Hand. Wir setzen jetzt die Kraft alle frei, okay? Okay. Pass auf, Halleluja. Wir setzen uns in die Kraft in diesem Namen. Eins, zwei, drei. Ich habe da noch zwei Predigten für euch. Von dir? Könnt ihr irgendwie verteilen? Von dir? Nee, die sind jetzt von so einer Gemeinde von uns. Ach so, das ist alles von Nürnberg. Das müsst ihr schon sehen. Aber ihr könnt auch auf unsere Seite gehen. Da kriegt ihr auch die Predigten alle kostenlos. Zieht euch einfach rein. Da ist auch total viel Kraft drauf. Wenn man sich das anhört, dann kommt voll die Kraft überein. Ja. Ja. Bist du Italiener? Nee. Deutscher? Nein. Was dann? Österreich. Komm, wir machen es nochmal. Ich bin. Sabine auch, komm her. Jörg, du machst mit.